Fast exakt 6 Jahre nach seinem Rücktritt feiert Holger Bachtaler sein Comeback auf der Trainerbank des FV Illertissen, der nach dem 3:0 in Pipinsried als Favorit ins richtungsweisende Kellerduell zwischen dem Drittletzten und dem Vorletzten geht. Die Gastgeber ganz in Blau sind in 9 Vergleichen noch ungeschlagen gegen den VfB Eichstätt, der nach 3 Niederlagen in Folge bereits 4 Punkte hinter dem FVI liegt und dementsprechend unter Zugzwang steht. Nicht allzu hilfreich dürfte da die bisherige Auswärtsbilanz sein. Auf fremdem Platz gab es ihn allerdings auch erst 5 Anläufen in dieser Saison erst einen Punkt für die Oberbayern. Hinein in die Partie vor 260 Zuschauern im Föhlin-Stadion mit dem ersten schönen Spielzug der Heimelf, der von Beginn an anzumerken war, dass sie hier gewillt war, den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Vor allem spielerisch der FVI im Vergleich zu den Vorwochen schon deutlich verbessert, auch wenn es zunächst meist nur bei Ansätzen blieb. Die beste Chance hatte in der 25. Minute Nicola Della Schiava. VfB-Schlussmann Felix Junghan fährt jedoch gerade noch die Pranke aus. Auch nach Standards Illertissen immer wieder gefährlich und so einer führte dann nach etwas mehr als einer halben Stunde auch zum 1:0. Nico Fundel buxiert den Ball da irgendwie über die Linie. Die Führung gab dem bis dato heimschwächsten Team der Liga noch mehr Sicherheit. Eichstätt konnte sich offensiv, wenn überhaupt, nur in der Luft in Szene setzen. Das 2:0 lag zu diesem Zeitpunkt wesentlich mehr in der Luft als der Ausgleich und quasi mit dem Halbzeitpfiff gelang es den Hausherren dann auch, den Vorsprung auszubauen. Nach einer abgewehrten Ecke bringt Gökalp Kilic den Ball gefährlich vors Tor und seine Hereingabe verwertet Della Schiava per Direktabnahme aus kurzer Distanz. Mit 2 Treffern nach Standards biegen die Schwaben also bereits zur Pause auf die Siegerstraße ein. Nach Wiederanpfiff zeigte Eichstätt dann aber eine gute Reaktion und stemmte sich mit viel Engagement gegen die drohende Niederlage, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Die besseren Chancen hatte nach wie vor Illertissen, Kento Terranuma setzt seinen Kopfball hier jedoch nur aufs Tornetz. Insgesamt im zweiten Abschnitt der VfB schon überlegen, allerdings weiter mit zu vielen individuellen Fehlern. Alexander Moratz und Luka Trislic verlieren da den Ball völlig unnötig an Yannick Lessing. Der liegt quer für Hannes Pöschl und für den ist das dann nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Spätestens mit dem 3:0 nach 71 Minuten war der Sack nun endgültig zugeschnürt. Positiv hervorzuheben aber zumindest die Moral der Eichstätter, die trotz des aussichtslosen Rückstands auch im aufziehenden Nebel nicht aufgaben. Fabian Eberle hat hier zunächst Pech, dass FVI-Keeper Malvin Zock seinen Schuss mit einem Wahnsinnsreflex noch an die Latte lenken kann. In der Schlussminute war den Oberbayern dann aber doch noch der Ehrentreffer vergönnt. Die Art und Weise des Treffers von Eberle zum 1:3, aber schon auch irgendwie bezeichnend für einen schmerzhaften Eichstätter Abend. Im Endeffekt denke ich, dass wir es in der ersten Halbzeit eigentlich ordentlich gemacht haben, waren relativ stabil, das war der Ansatz und haben halt dann einfach 2 Standardsituationen dilettantisch verteidigt, kann man jetzt nicht anders bezeichnen. Dann natürlich eine kritische Situation in der 45. Aus unserer Sicht gibt es da keine 2 Meinungen des Elfmeter, aber der Schiri entscheidet auf Gelb für uns und somit ist der Spieler auch noch mit der 5. Gelben gesperrt. Das hätte es mit Sicherheit noch mal spannend gemacht. So ist es schon so, dass wir in der 2. Halbzeit Vorteile hatten, die bessere Mannschaft waren, das auch wirklich von der Leistung her ordentlich war, aber im Endeffekt das Tor halt einfach nicht machen konnten und haben dann eigentlich das 3:0 mehr oder weniger selber geschossen und damit natürlich war das Spiel danach entschieden. Ja, wir sind natürlich über den Ausgang des Spiels sehr zufrieden. Wir wussten um die Schwere der Aufgabe und ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit haben wir auch fußballerisch die eine oder andere richtig gute Aktion herausgespielt und gingen dann auch völlig verdient mit 2:0 in Führung. Zweite Halbzeit war klar, dass Eichstätt nochmal sehr, sehr viel mit langen Bällen spielen wird und das haben sie auch richtig gut gemacht und wir haben, glaube ich, alles wegverteidigt, was wegzuverteidigen war und von daher sind wir natürlich sehr zufrieden mit dem Ausgang des Spiels. Perfekter Einstand also für Holger Bachtaler. Der FVI feiert den 2. immens wichtigen Dreier innerhalb von 4 Tagen und kann vorerst mal etwas durchschnaufen. Für den VfB Eichstätt wird es vor dem nächsten richtungsweisenden Nachholspiel gegen Buchbach am Dienstag dagegen immer ungemütlicher. Die Namen versprechen eigentlich mehr, als das Duell Schweinfurt gegen Türkgücü aktuell tabellarisch hergibt. Der 8. empfängt vor gut 630 Zuschauern den 7. und nur der Sieger hält einigermaßen Tuchfühlung zu Platz 3. Von der Formkurve her sollte es aber ein interessanter Schlagabtausch werden im Sackstadion. Die Schnüdel im gewohnten Grün seit 3 Ligaspielen unbesiegt, Türkgücü 3. der Auswärtstabelle. Eingangs versprühten aber die Gastgeber im letzten Flutlicht-Heimspiel des Jahres, alle anderen Partien wurden aus Energiespargründen auf Samstagnachmittag verlegt, deutlich mehr Esprit. Vor allem Kapitän und Goalgetter Adam Shabiri, der nach abgesessener Gelbsperre zurückkehrte, früh on fire. Einmal legt er aber den Ball am Tor vorbei, das andere Mal zielt er doch deutlich vorbei.
Und noch eine Top-Chance folgte in der ersten Viertelstunde. Lukas Aigner mit der Reingabe von rechts auf Pascal Moll. Hipper pariert, Ball touchiert den Außenpfosten und dann ist der Winkel zu spitz für Jabiri. Beziehungsweise Hipper ist auch schon wieder da. Von Türkgücü bis dato nichts zu sehen und auch der große Druck der Unterfranken ließ erstmal etwas nach. Hier nochmal ein Versuch von Tim Kraus. Nach knapp einer halben Stunde deuteten die Gäste dann aber mal an, wie es gehen könnte. Der Schuss von Maxi Berbein streicht nur knapp am langen Eck vorbei. Insgesamt nun deutlich weniger Schwung drin. In der 37. Minute packt dann allerdings Benjamin Hadžić mal einen aus, Hipper aber weiter wachsam. Die Minuten vor der Pause gehörten dann nochmals den Hausherren, aber unter anderem Moll ließ nach unfreiwilliger Vorlage von Benedikt Auburger die mögliche Führung liegen. Fazit: Schweinfurt mit deutlichem Chancenplus im ersten Durchgang, aber ohne den letzten Punch im Abschluss. Und das sollte sich unmittelbar nach Wiederanpfiff rächen. Starker Angriff von Türkgücü über links und in der Mitte hält Yannick Wouters den Schlappen hin. Führung für die Gäste nach 47 Minuten. Die schnüdeln natürlich sofort um eine Antwort, bemüht eine weite Flanke, rutscht durch zu Jabiri, aber Hipper kommt gut raus und verhindert das 12. Saisontor des 38-Jährigen. Die Landeshauptstädter jetzt aber grundsätzlich besser drin, kamen nun einige Male vor Schweinfurter Gehäuse. Hier wird ein Querpass von Auburger gefährlich abgefälscht. Die Gastgeber aber insgesamt längst noch nicht geschlagen. Scharfe, flache Reingabe von Jakob Engel nach gut einer Stunde und Michael Sand rettet in höchster Not. So richtig in der Luft lag der Ausgleich trotzdem nicht, auch wenn die Schnüdel einiges probierten. Christian Böhnlein mal aus der Distanz, Hipper etwas unkonventionell, aber erfolgreich. Damit geht's rein in die Schlussphase. Freistoß für die Hausherren, der segelt auf Jabiri, aber der setzt den Kopfball deutlich drüber. Das hätte es nochmal sein können für die Gastgeber. Denn das war dann auch schon die letzte Chance der Partie. Türkgücü nimmt am Ende alle drei Punkte mit beim letzten Flutlichtspiel des Jahres in Schweinfurt. Ja, Enttäuschung ist groß, absolut. Ich bin der Meinung, dass wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt haben. Über die 90 Minuten auch definitiv der Sieg verdient gewesen wäre. Aber wer 3-4 hundertprozentige Torschancen nicht macht, das ist bekannt im Fußball, der kriegt es dann meistens hinten. Und das ist natürlich unfassbar bitter und tut weh. Ja. Ein sehr harter Kampf. Ich denke gerade auch erste Halbzeit, muss ich ehrlich zugeben, auch mit viel Glück, auch mit einem 0-0 in die Halbzeit gegangen. Da hatten wir große Probleme, Schweinfurt mit vielen Torchancen, aber wir haben dann in der Halbzeit ein bisschen umgestellt. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, auch gerade zum Anfang der zweiten Halbzeit mit dem Tor. Und dann haben wir es, glaube ich, relativ gut verteidigt. Natürlich hier in Schweinfurt trotzdem noch ein, zwei Torchancen zugelassen, ein paar Kontermöglichkeiten, aber am Ende des Tages dann auch sehr, sehr gut wegverteidigt, clever. Und dann sind wir natürlich sehr froh über die drei Punkte hier in Schweinfurt. Türkgücü München stellt also einmal mehr seine Auswärtsstärke unter Beweis, während sich in Schweinfurt mehr und mehr eine ziemlich triste Spielzeit andeutet. Mit prominenter Unterstützung will die U23 des FC Augsburg den perfekten Doppelspieltag mit den zwei Siegen über Hankhofen und Nürnberg nun vergolden. Im Heimspiel gegen Tobias Strobels Ex-Club FC Pipinsried soll U21-Europameister Niklas Dorsch nach seiner Mittelfußverletzung Spielpraxis für die Bundesliga sammeln. Beim nur einen Punkt besser postierten FCP steht nach dem 0:3 gegen Illertissen und insgesamt 6 Partien ohne Sieg dagegen Wiedergutmachung auf dem Plan. Nach der mit 40 Kilometern kürzesten Auswärtsfahrt der Saison verschliefen die Oberbayern in den weißen Trikots allerdings die Anfangsphase komplett und hatten vor 360 Zuschauern besonders mit dem Augsburger Youngster Franjo Ivanovic gleich so ihre Problemchen. Dann aber eine Hiobsbotschaft für alle Augsburger. Nach nicht einmal einer Viertelstunde verletzte sich der gerade erst wieder genesene Dorsch bei dieser eigentlich harmlosen Aktion erneut am ledierten Fuß und musste raus. Gute Besserung von dieser Stelle. Der Bundesliga-Nachwuchs ließ sich nach dem guten Auftakt davon kurzzeitig aus dem Tritt bringen und hatte Glück, dass Simon Rauscheder nach starker Vorarbeit von Ahana Akbovo seinen Schuss nicht platzieren kann. Danach übernahm jedoch die zu Hause seit 4 Partien ungeschlagene Heimelf sofort wieder das Kommando, ohne aber zunächst richtig zwingend zu werden. Bis zur 26. Minute, da trifft der Ex-Augsburger Benedikt Lobenhofer Mario Subaric am Fuß. Schiedsrichter Steffen Ewald entscheidet nach kurzem Überlegen auf Elfmeter. Ivanovic tritt an und lässt Daniel Witteczek, der überraschend anstelle von Stammkeeper Felix Thiel zwischen den Pfosten stand, keine Chance. 1:0 für den FCA, der mit der Führung im Rücken weiter nach vorne spielte und vor allem in Person von Ivanovic immer Gefahr ausstrahlte.
Und die drückende Überlegenheit der bayerischen Schwaben schlug sich noch vor der Pause weiter im Ergebnis nieder. Der Schuss von Davide Dell'Erba knallt an den Pfosten, doch Josué Mbila verwertet den Abpraller in der 37. Minute zum 2:0. Die Pippinsrieder Gegenwehr damit frühzeitig gebrochen und die Hausherren legten umgehend nach. Und wieder ist es Ivanovic, der den Überblick behält und die Kugel überlegt zum 3:0 ins lange Eck schlänzt. Nach 39 Minuten die Partie eigentlich schon entschieden, zumal die Gäste offensiv nach wie vor nahezu nicht vorhanden waren. Dieser Abschluss von Daniel Jelisic kurz vor dem Halbzeitpfiff symptomatisch für die fehlende Pippinsrieder Durchschlagskraft. Den besseren Start in Halbzeit 2 erwischte dann allerdings der FCP. Nach dem Patzer von Benjamin Lenais nehmen jedoch weder Pablo Piegel noch Fabian Willibald das Geschenk an. Das aber nur ein kurzes Strohfeuer, denn fortan hieß es wieder Ivanovic gegen Pippinsried bzw. Witteczek. Der Angreifer hätte sich 6 Tage nach seinem 19. Geburtstag nachträglich noch viel öfter selbst beschenken können. Trotzdem schnürte Ivanovic in der 62. Minute nach Vorlage von Subaric dann doch noch den Dreierpack zum 4:0. Da scheint ein richtig großes Talent heranzureifen. Direkt danach war Schluss für den alles überragenden Mann und insgesamt dann auch die Luft raus. Augsburg wollte nicht mehr, Pippinsried konnte nicht mehr. Und so stand am Ende ein mehr als deutliches und auch in der Höhe verdientes 4:0 für den FCA. Sehr wichtiger Sieg. Ich glaube, das hat uns ein Stück weit wieder hinten rausgebracht. Und ja, den Schwung nehmen wir jetzt mit und machen die nächsten Spiele genauso weiter und holen die nächsten Punkte. Ein Riesenkompliment heute an meine Jungs. Einfach 2 Dinger. Es ist das 3. Spiel in 7 Tagen gewesen. Und das 2. ist, dass wir uns heute alle so unfassbar über den Dorschi gefreut haben, dass er seine ersten Minuten für uns und mit uns machen darf. Und wenn dann der Nackenschlag dann kommt und er nach 10, 12 Minuten raus muss, wie die Jungs das dann trotzdem weggesteckt haben, wie gesagt, bin ich extrem stolz auf die Jungs und ich finde es ein absolut verdienter 4:0-Sieg heute für uns. Ein hochverdienter Sieg für Augsburg, von der ersten bis zur letzten Minute die bessere Mannschaft. Uns in Sachen Zweikampfführung, Härte, was eigentlich nicht typisch ist für eine zweite Mannschaft, sogar da überlegen. Und dann wird es schwer gegen eine zweite Mannschaft auf einem großen Platz, die es gut gespielt hat. Hochverdienter Sieg für Augsburg 2. Durch die 2. empfindliche Pleite in Folge gegen einen direkten Konkurrenten wird die Lage in Pippinsried immer prekärer. Der FCA macht dagegen mit dem 3. Sieg am Stück den nächsten Schritt aus dem Keller. Es spricht eigentlich nicht viel für den TSV Rhein beim Auswärtsauftritt vor gut 760 Zuschauern am Schönbusch. Personell stark ersatzgeschwächt, eine Fremde mit nur 2 mickrigen Pünktchen aus 7 Spielen und allgemein einer schwachen historischen Bilanz mit nur 2 Erfolgen und 8 Niederlagen gegen die Viktoria in Weiß. Trotzdem werden die Schwaben alles reinwerfen bei den favorisierten Aschaffenburgern, die 5 ihrer letzten 7 Ligapartien gewonnen haben. Dementsprechend die Hausern auch gleich mal auf dem Gaspedal. In der 9. Minute Benedikt Laverty mit viel Platz auf links. Aber Niklas Meyer kann in der Mitte seine Hereingabe nicht so richtig verwerten. Wenig später ein leichter Wackler bei Torwart Nummer 3 der Gäste, Vincent Uder, der wegen Rotsperre und Verletzung der beiden Stammkeeper derzeit ran muss. Auf der anderen Seite ein Freistoß aus Top-Position und Standardspezialist Arif Ekin streichelt den nach 16 Minuten rein. Erste Chance, erstes Tor für den TSV. Spielbestimmend warten die Viktoria, die Durchschlagskraft ließ aber zu wünschen übrig, während der Matchplan der Gäste bis hierhin voll aufging. Hinten standen sie kompakt, vorne setzten sie Nadelstiche. Einmal schon erfolgreich, beim 2. zielgerichteten Abschluss in der 35. Minute fehlte dann allerdings die Präzision. Wenig später sorgte noch ein Kopfball von Altin Maksouni nahe einer Ecke für gewaltig Unruhe vor dem Gehäuse von Ricardo Döbert, der derzeit den an Corona erkrankten Stammkeeper Max Grün vertritt. Aber just als Rhein etwas mutiger wurde, schlug die Viktoria zu. Klasse Pass von Alexandru Parashiv in den Lauf von Laverty und dessen Hereingabe trifft Nicolas Hebisch zwar nicht hundertprozentig, reicht aber trotzdem zum Ausgleich in der 40. Minute. Zur Pause also 1:1 am Schönbusch. Durchgang 2 dann ähnlich wie der erste. Aschaffenburg suchte die Lücke im Abwehrverbund der Gäste. Laverty fand sie eigentlich in der 54. Minute, aber dann verspringt die Kugel aufgrund eines Platzfehlers beim Abschluss komplett und die Riesenchance ist dahin.
Und weiter war Steineklopfen angesagt für die Hausherren. Aus einer eigentlich missglückten Ecke entsteht das nächste dicke Ding. Felix Metzler kann jedoch nach 71 Minuten die Maßflanke von Lavertin nicht verwerten, weil er den Ball nicht voll trifft. Ansonsten passierte aber dann nicht mehr viel und auch das Hoffen auf einen Lucky Punch war vergeblich, weil Viktoria auch bei ihrer letzten gefährlichen Szene in der 90. Minute die nötige Konsequenz vermissen ließ. So tauchten dann in der 5. Minute der Nachspielzeit tatsächlich auch nochmal die Gäste vorne auf, aber das wäre des Guten schon etwas zu viel gewesen. Endstand 1:1. Ich glaube, wir haben das komplette Spiel dominiert und rein mit einem Freistoßtor aus 25 Meter. Ja, will nicht sagen, verdient sich das 1:1, sondern es war einfach richtig bitter für uns, weil ich glaube, das war der einzigste Torschuss. Und wir hatten auch wirklich nochmal 200-300%ige Möglichkeiten, die wir einfach nicht machen. Und da muss man schlussendlich mit dem 1:1 zufrieden sein. Ja, ich denke, dass ein verdientes Unentschieden ist, auch wenn Aschaffenburg mehr Spielanteile hatte. Aber ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie sie in der zweiten Halbzeit verteidigt hat, wie sie sich in alles reingeworfen hat. Und ja, auch in Anbetracht dessen, wie die Woche bei uns lief, mit Verletzungssorgen und mit Krankheiten, ja, wie die Jungs das bis zum Ende durchgezogen haben, ist super. Respekt an Rhein für eine richtig starke kämpferische Leistung, die mit dem dritten Auswärtspunkt dieser Spielzeit belohnt wird. Aschaffenburg scheiterte heute dagegen hauptsächlich an sich selbst. Duell der Tabellennachbarn in der SMR Arena. Nur 2 Punkte trennen den 13. TSV Buchbach vom 12. Spielvereinigung Ansbach. Die Formkurve beider Teams, die sich zuletzt vor über 12 Jahren in der Bayernliga gegenübergestanden hatten, exakt identisch. In den vergangenen 6 Partien gab es jeweils 3 Niederlagen, 2 Siege und zuletzt ein Unentschieden. Den besseren Start in dieses Match erwischten vor nicht ganz 500 Zuschauern die Gastgeber im gewohnten Weiß-Rot. Gerade mal 1 Minute ist gespielt, als Tobias Steher völlig frei zum Schuss kommt. Sebastian Haidt ist aber mit dem Fuß zur Stelle. Nach diesem furiosen Auftakt entwickelte sich jedoch eine eher zähe Angelegenheit. Buchbach zwar bemüht, jedoch ohne die nötige Durchschlagskraft. Die Gäste konzentrierten sich nach zuletzt 2 Auswärtsniederlagen erst einmal auf die Defensive, nutzten dann aber gleich ihre erste Chance zur Führung. Nach einem weiten Ball ist Sven Landshuter übrigens nicht im Abseits plötzlich frei durch und schiebt das Leder vorbei an André Esch zum 1:0 in der 27. Minute. Die Führung zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschend, da Buchbach insgesamt das Geschehen schon unter Kontrolle hatte, auch wenn der letzte Tick Entschlossenheit im Abschluss weiterhin fehlte. In so einem Fall braucht es dann oft einen genialen Moment und so einen hatte dann Philipp Walter in der 35. Minute. Mit seinem überragenden Steckpass seziert er die Ansbacher Abwehrkette und Steher schiebt mühelos ein zum 1:1 Ausgleich. Damit schien das Match in die aus heimischer Sicht richtige Bahn zu laufen, doch der TSV brachte sich kurz vor der Pause selbst wieder ins Hintertreffen. Walter bringt mit seinem Luftloch Christian Kestel in Stellung, der liegt quer für Patrick Kreuz und der Goalgetter netzt ein zum 2:1. 1 Minute vor dem Pausenpfiff gehen die Mittelfranken quasi mit ihrer zweiten Chance erneut in Führung. Das nennt man Effektivität. Nach dem Seitenwechsel dann beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe und mit der ein oder anderen Halbchance, wie hier durch Daniel Muteba oder auf der anderen Seite Kestel. Nach etwa 1 Stunde erhöhten die Hausherren dann aber wieder den Druck und belohnten sich in der 65. Minute mit dem Ausgleich. Zunächst fordern sie hier vergeblich Elfmeter, die Szene bleibt aber heiß, Steher köpft den Ball in die Gefahrenzone und dann schlägt das Ding ein. Tobias Staff, der offizielle Torschütze, eigentlich war es aber ein Eigentor von Erik Weger. Den Oberbayern war es natürlich egal und sie legten gleich nach, allerdings mit tatkräftiger Unterstützung der Gäste, die hier gleich 2-mal den Ball nicht klären können und dann dafür bestraft werden. Der eingewechselte Alex Petrovic mit dem Auge für Steher und jetzt aufgepasst. Perfekte Ballannahme, kurz zurechtgelegt und dann rein damit. Dieses Tor gehört eigentlich ins Lehrbuch für jedes Torschusstraining. Innerhalb von nicht einmal 4 Minuten ist die Partie also gedreht. Ansbach kassiert wie schon beim 2:2 gegen Schweinfurt innerhalb kürzester Zeit einen Doppelschlag. Im Gegensatz zum Montag hatten sie der Buchbacher Power nun aber nichts mehr entgegenzusetzen. In der 78. Minute trifft Staff nach klasse Vorarbeit von Muteba per Hacke wuchtig ins lange Eck zum 4:2. In der Folge hätte der TSV das Ergebnis sogar noch höher gestalten können. Haidt verhinderte jedoch mehrmals Schlimmeres. Mit einer Energieleistung im 2. Durchgang sichert sich Buchbach also 3 ganz wichtige Punkte. Ich glaube, der Gegner hat 2-mal aufs Tor geschossen. Natürlich auch eine Qualität, brutal effizient zu sein.
Aber ich glaube, auch in der ersten Halbzeit waren wir schon die spielbestimmende Mannschaft und die dominantere. Und es hat sich halt einfach in der zweiten Halbzeit in Tore umgemünzt. Ich kann nicht verstehen, wie man in der zweiten Halbzeit solche Tore fangen kann. Es war überhaupt kein Not da. Buchbach hatte keinerlei Chancen. Der Platz war unglaublich schwierig. Es war kein normales Fußballspiel möglich. Und dementsprechend muss man es halt annehmen im Männerfußball. Und wir haben klar besprochen, in welche Zonen wir die Bälle nicht schippen wollen, wo wir die Bälle nicht haben wollen. Und wir mussten heute ordentlich dazu helfen, dass Buchbach in der zweiten Hälfte Tore schießt. Das haben sie dann gemacht, super ausgenutzt. Und am Ende haben dann auch hochverdient gewonnen. Man muss hier, wenn man hier spielt, auf so einem Platz das Spiel über 90 Minuten annehmen. Und wenn man das über 65 macht, dann verliert man. Und dementsprechend verdient gewinnt Buchbach und bedient sind wir heute, weil es wäre locker möglich gewesen, hier etwas mitzunehmen. Ansbach rutscht durch die dritte Auswärtsniederlage hintereinander bedenklich nahe an die Gefahrenzone heran. Buchbach zieht dagegen in der Tabelle vorbei und kann bereits am Dienstag im Nachholspiel in Eichstätt nachlegen. Ein Erdinger, bitte. Stopp! Hey, vergiss nicht das Beste. Das Dutzend an ungeschlagenen Spielen konnte Wacker Burghausen trotz einer guten Leistung bei Tabellenführer Würzburg zuletzt nicht voll machen. Heute vor 830 Zuschauern gegen Aufsteiger Hankhofen wollen die Oberbayern nun eine neue Serie starten. Aber die Dorfbuben in Rot haben vor allem bei den Spitzenteams bisher zu überraschen gewusst. Noch hier bereiteten sie den Gastgeber mit ihrem hohen Pressing zunächst mal durchaus Probleme. Jonas Blümel mit einem ersten Warnschuss nach 5 Minuten, wenige Sekunden später, sucht und findet Brian Wagner, Kapitän Daniel Hofer, dessen Abschluss aber zu unplatziert. Aber so macht das dann eine Spitzenmannschaft, erster vernünftiger Wackerangriff in der 10. Minute und schon klingelt es. Eine ungenügend abgewehrte Flanke landet bei Jerome Leubli, der trifft die Kugel zwar nicht voll, aber in der Mitte fällt Spielertrainer Tobias Beck unglücklich mit der Hüfte ab und so landet sie im Tor zur Burghausener Führung. Fast hätte es aber die postwendende Antwort gegeben. Andreas Wagner mit der Hereingabe erneut auf Hofer, aber der findet dann letztlich keinen Weg an Torwart Markus Schöller vorbei. Munterer Auftakt insgesamt in der Wacker Arena. Danach allerdings vermehrt Mittelfeldgeplänkel, ehe dieser Freistoß von Leubli auf den Kopf des völlig freistehenden Andrija Bosniak für Aufregung sorgte. Das hätte das 2:0 sein können. Wenig später erneut der Kroate, die Hausherren bekamen die Partie nun zunehmend besser in den Griff. Richtig spektakulär war es aber nicht. Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nahm die Partie nochmal Schwung auf. Wieder ist es Bosniak, der aus aussichtsreicher Position verzieht. Und auf der anderen Seite hätte Andreas Wagner unmittelbar mit dem Pausenpfiff fast Schöller noch überraschen können. Grundsätzlich eine sehr offene Partie hier an der Salzach. Hankhofen auch nach dem Seitenwechsel bemüht, lief aber in der 51. Minute in einen Konter. Der agile Thomas Winkelbauer visiert jedoch nur den Pfosten an. Und so war die Tür weiter offen für den Aufsteiger David Vogel, hier mal mit etwas Platz. Sein Schuss wird aber noch abgefälscht. Auf der Gegenseite schnupperte Wacker kurz vor der Stundenmarke dann gleich dreimal intensiv am 2:0. Janik Scholz und zweimal Winkelbauer mit richtig dicken Gelegenheiten. Aber Hankhofens Torwart Sebastian Mayer verhinderte die Vorentscheidung. Wacker im zweiten Abschnitt nun mit einem klaren Chancenplus und immer wieder mit Winkelbauer. Aber der Deckel war eben immer noch nicht drauf. Und so hätte dann Andreas Wagner in der 76. Minute beinahe jubeln dürfen. Schöller lenkt aber seinen Schuss aus der Drehung noch sehenswert um den Pfosten.
Gäste nun mit mehreren Abschlüssen. Allerdings fehlte, wie unter anderem beim Schuss des eingewechselten Florian Sommersberger, das letzte Quäntchen Power und Präzision. Zwischendurch wieder mal ein Hausherrenkonter über, na klar, Winkelbauer. Hier ist er aber dann etwas zu eigensinnig. In der 85. Minute dann ein weiter Ball. Der bereits verwarnte Lukas Mrozek kommt deutlich zu spät in den Luftzweikampf mit Bosniak. Schiri Thomas Ernstberger schickt den Hankofner mit der Ampelkarte unter die Dusche. Aber trotz Unterzahl gab es in der 90. Minute trotzdem noch die Riesenchance zum Ausgleich. Benedikt Genger setzt aber eine weite Freistoßflanke von Samuel Pex knapp neben den Kasten. Am Ende entscheidet also Burghausen eine Partie mit vielen unterschiedlichen Phasen, etwas glücklich für sich. Ja, also am Ende bin ich extrem zufrieden mit den 3 Punkten. Wir haben das eigentlich unnötig stressig gemacht für uns am Ende. Es war ein unsauberes, bisschen schmutziges Spiel. Gar nicht unfair, aber unsauber. Aber so kann man auch gewinnen. Ja, sehr, sehr unglückliche Niederlage, sehr bitter. Ich glaube, wir haben ein richtig, richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Mit Würzburg unser bestes Auswärtsspiel. Waren eigentlich, sage ich, fast über die ganze Spielzeit schon feldüberlegen. Und bekommen dann aus dem Nichts eigentlich das 1:0, der Schuss, der wo wahrscheinlich ins Nirvana geht, abgefälscht wird und dann unhaltbar ins Tor reinfliegt. Wir haben in der ersten Halbzeit riesen Chancen, mindestens 1-2 Tore zu machen. Ja, da fehlt uns die Kaltschnäuzigkeit und das hat sie dann durch die zweite Halbzeit durchgezogen. Wacker Burghausen findet damit sofort zurück in die Erfolgsspur und bleibt erster Verfolger des Spitzenduos. Hankofen belohnt sich nicht für den großen Aufwand, ist aber nach wie vor bester Neuling. Ex-Bundesligist gegen Regionalliga-Neuling. Die Rollen in diesem ungleichen Duell vor rund 1500 Zuschauern im Altenbauer Sportpark sind glasklar verteilt. Die Spielvereinigung Unterhaching feierte mit dem 3:0 bei Türkgücü München zuletzt den 4. Sieg in Folge und könnte schon mit einem Unentschieden zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernehmen. Bei der DJK Filzingen Gelb-Schwarz drückt der Schuh momentan in der Offensive. Seit 3 Partien wartet der Aufsteiger nun schon auf einen eigenen Treffer. Ob der Knoten ausgerechnet gegen die mit nur 12 Gegentreffern beste Abwehr der Liga platzen würde? Zumindest gehörte im ersten Pflichtspielduell beider Teams überhaupt die erste Gelegenheit der DJK. Der Abschluss vom Ex-Hachinger Jim Patrick Müller jedoch deutlich drüber. Ansonsten in der Anfangsphase schon die Heimelf Chef im Ring und nach 9 Minuten mit der Führung. Nach einem weiten Ball von David Pisot behauptet sich Maurice Kartenmacher gut und vollendet eiskalt zum 1:0. Erstes Regionalligator überhaupt für den Torschützenkönig der U17-Bundesliga der vergangenen Saison. Danach drückte die Spielvereinigung gleich aufs 2:0, aber weder Timon Obermeier per Kopf nach einem Freistoß von Simon Skalatidis noch kurz darauf Niklas Ansbach nach starker Vorarbeit von Christoph Ehlich konnten ihre Chancen in Zählbares ummünzen. Doch auch die Gäste versteckten sich trotz zuletzt 4 Auswärtsniederlagen am Stück nicht und setzten den ein oder anderen Nadelstich. In der 38. Minute spielt Müller an alter Wirkungsstätte mit einem Klassepass Sebastian Niedermeier frei und dessen Schuss wird unhaltbar für René Vollert abgefälscht. Das 1:1 in dieser Form zwar etwas glücklich, aber keineswegs völlig unverdient aus Sicht des mutigen Außenseiters. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie dann aber wieder den erwarteten Verlauf. Haching auch ohne den mittlerweile verletzt ausgewechselten Skalatidis nach Standards weiter gefährlich und nach einer Stunde mit der erneuten Führung. Nach einem Fehlpass im Filzinger Spielaufbau kommt Patrick Hopsch an die Kugel und so eine Gelegenheit lässt sich der Goalgetter nicht entgehen. Mit seinem 10. Saisontreffer bringt er sein Team wieder in Front. Filzing konnte sich im zweiten Durchgang offensiv nur mehr teilweise in Szene setzen, dieser Versuch von Andreas Jünger noch die beste Möglichkeit. Haching dagegen weiter mit viel Druck und in der 69. Minute mit dem 3:1. Und Kartenmacher zeigt bei dieser Aktion eindrucksvoll, warum er als eines der größten deutschen Talente gilt. Ganz starke Bude des 17-Jährigen, der bei seinem 3. Regionalliga-Startelf-Einsatz seinem Premierentor gleich das 2. folgen lässt. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ich heute meine ersten 2 Profitore machen konnte im heimischen Stadion. Aber das Wichtigste war heute, dass wir die 3 Punkte eingefahren haben hier zu Hause und ein, finde ich, gutes Spiel gemacht haben. Trotz des 2-Tore-Rückstands gab sich der Neuling aber weiterhin nicht auf und kam nach 83 Minuten zum Anschlusstreffer. Jünger verkürzt mit seinem 9. Saisontreffer auf 2:3. Richtig Spannung kam allerdings nicht mehr auf, denn keine 3 Zeigeumdrehungen später gibt's nach diesem Zweikampf zwischen Fabian Trettenbach und Boipelo Maschigo 11 Meter.
Matthias Fetsch scheitert zwar zunächst an Sandro Weber, der bei seinem Regionalliga-Debüt den rot gesperrten Max Putz insgesamt sehr gut vertrat, aber der eingewechselte Florian Schmid verwertet den Nachschuss zum 4:2. Den Schlusspunkt setzte dann in der 89. Minute gegen aufgerückte Filzinger der für Krattenmacher eingewechselte Daniel Hausmann, der die Vorlage von Ehlich nur noch zum 5:2 über die Linie drücken muss. Der 12. Saisonsieg für Haching am Ende aber fast etwas zu hoch. Ja, in meinen Augen eine unnötige Niederlage, die am Ende des Tages viel zu hoch ausfällt. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und zweite Halbzeit, ja, waren wir in einer Phase, wo wir zu viele Standards zulassen haben. Da war der Gegner gefährlich. Ja, und dann haben wir eigentlich eine Kontersituation und verlieren wir im Aufbau dann den Ball, was uns nie und nimmer passieren darf. Und der Gegner schießt dann ein Tor. Ist 2:1 vorne, nichtsdestotrotz haben wir weiter mutig gespielt. Dann kriegen wir natürlich einen Elfmeter, wo ich nicht weiß, ob das wirklich dann einer war. Es war natürlich bitter, weil genau in der Phase, glaube ich, waren wir dran und waren ein paar Minuten zu spielen und hätten wir alles nach vorne geschmissen und deswegen ist wirklich am Ende des Tages bitter. Ja, heute von der ersten bis zur 93. Minute ein richtig starker Auftritt unserer Jungs. Hatten eigentlich nie das Gefühl, dass es in die andere Richtung gehen könnte. Bitter zwischenzeitlich die zwei Verletzten, Skalatidis und Obermeier, in unseren Reihen Nummer 11 und Nummer 12 mittlerweile auf der Liste. Schon bitter gewesen, aber es macht Spaß, die hinten dran stehen, wie die brennen und dann reinkommen. Das haben wir auch heute wieder gesehen. Und dann haben wir natürlich auch noch unseren U18-Nationalspieler Maurice Krattenmacher, der unheimliche Qualität hat, wie kein anderer in der Liga. Und das hat er heute gezeigt. Und somit, glaube ich, geht der Sieg auch in der Höhe in Ordnung. Filzing bleibt also zum 4. Mal in Folge sieglos. Der einst komfortable Vorsprung auf die Relegationsplätze ist fast aufgebraucht. Haching setzt sich dagegen vorübergehend auf Platz 1 und hofft nun am Sonntag sicher ein bisschen auf Schützenhilfe der kleinen Bayern gegen Konkurrent Würzburg. Mit breiter Brust geht die U23 der Spielvereinigung Greuther Fürth ins fränkische Duell gegen den TSV Albstadt. Viermal in Folge blieb das Team von Petra Ruhmann gegen teils hochkarätige Gegner ungeschlagen. Zu denen zählen aber auch die Unterfranken. Bis auf den 0:4-Ausrutscher in Burghausen wusste der Tabellensechste in Rot jüngst immer zu überzeugen. 16 Punkte stehen aus den letzten 7 Partien zu Buche. Und auch im Spiel die Gäste zunächst das bessere Team. Beide verloren übrigens früh verletzungsbedingt je einen Akteur. Christian Köttler beim TSV, Walid Mhamdi bei den Gastgebern. Albstadt steckte das, wie schon erwähnt, besser weg und hätte nach 14 Minuten eigentlich in Führung gehen müssen. Der Ball von Timo Peter wird zweimal abgefälscht, Keeper Lasse Schulz mit einem überragenden Reflex und dann setzt Christopher Bieber den Abpraller aufs Lattenkreuz. Was für eine Chance der Grabfelder, aber auch was für eine Parade von Schulz. Fürth versuchte das ein oder andere Mal schnelle Umschaltmomente zu kreieren. Das sah zwei, dreimal ganz vielversprechend aus, aber der finale Pass ließ dann doch immer deutlich zu wünschen übrig. Albstadt mit optischem und auch chancentechnischem Übergewicht. In der 37. Minute kommt Bieber nicht hundertprozentig an eine Flanke heran und setzt den Kopfball dementsprechend daneben. Eine Zeigerumdrehung später wieder die Gäste, zunächst erneut Bieber, Ball segelt durch den Strafraum, Ingo Feser macht ihn nochmal heiß, Verwirrung in der Mitte und dann wird Joshua Endres im letzten Moment noch geblockt. Schon langsam lag die TSV-Führung wirklich in der Luft. Fast wäre sie dann aber mit dem Halbzeitpfiff auf der anderen Seite gefallen. Afimiko Pululu, letzte Saison mitentscheidender Mann für den Klassenerhalt, setzt hier bei seinem zweiten Saisoneinsatz einen Kopfball knapp vorbei. Durchgang 2 wurde dann ausgeglichener. Das zeigte bereits eine Szene aus der 50. Minute. Auf der einen Seite Feser mit keiner allzu schwierigen Prüfung für Schulz. Auf der anderen setzt sich Pululu stark durch, findet dann aber keinen Abnehmer in der Mitte. 5 Zeigerumdrehungen später bietet sich Endres seine vielversprechende Abschlussposition, aber er trifft die Kugel nicht voll. Aber auch das kleine Kleeblatt, jetzt bedeutend öfters im Strafraum der Grabfelder. Nico Grimms wird hier in letzter Sekunde noch geblockt. Den Faller danach, den kann er eigentlich weglassen. Wie erwähnt, ging es jetzt munter hin und her, Albstadt wieder dran. Kapitän Ben Müller spitzelt in einer Ecke das Leder knapp vorbei. Bei den Hausherren sorgte vor allem der wieselflinke Pululu immer wieder für Gefahr. Hier wird er gestoppt und auch der Nachschuss von Devin Angleberger landet in der vielbeinigen Gästeabwehr. Damit gehen wir rein in die Crunch-Time. Zunächst ein Albstädter Freistoß in der 83. Minute. Endres findet den Kopf von Marco Nickel, die Gäste hier also mit der späten Führung.
Doch den Mittelfranken gelangt tatsächlich die postwendende Antwort. Ebenfalls ein Freistoß, der wird unglücklich verlängert von Bieber und dann steht Oliver Fobbersam goldrichtig. Sein zweites Saisontor bedeutet das 1:1 in der 84. Minute. Und jetzt bitte anschnallen, denn das war es noch nicht. Es folgte noch ein absoluter Kracher durch Nakla Pululu. Der 23-Jährige, der in 5 Zweitligaeinsätzen heuer bereits einmal getroffen hat, packt da einen Seitfallzieher aus und zaubert die Hausern in der 90. Minute zum 2:1 Sieg. Womit bin ich heute zufrieden? Mit dem Sieg, mit den 3 Punkten, mit den 2 Toren und mit der Mentalität, mit dem Wille, was die Jungs vor allem nach dem Rückstand auf den Platz noch gebracht haben. Ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht, weil wir gegen eine wirklich sehr starke für der Mannschaft eine super erste Halbzeit spielen. Haben uns leider mit einer Vielzahl an Torchancen nicht belohnt. Zweite Halbzeit dann sehr ausgeglichen, mit weniger Torchancen, viel Mittelfeldaktionen, viel Zweikämpfe. Und dann wird es eine turbulente Schlussphase. Wir gehen 1-0 in Führung mit einer Standardsituation, bekommen Postwenden dann den Ausgleich, auch nach einem indirekten Freistoß, nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. Und dann macht Fürth in der 90. dann den Lucky Punch. U23, der Greuther Fürther, verlässt dank des Geniestreichs von Pululu die gefährdete Region und springt auf Platz 14. Aubstadt bleibt trotz der Pleite Sechster. Die Duelle zwischen dem SV Heimstetten und dem 1. FC Nürnberg 2 stehen für gewöhnlich nicht gerade für Spektakel. Beide Vergleiche in der vergangenen Saison endeten torlos. Die Voraussetzungen, dass die knapp 100 Zuschauer heute mehr geboten bekommen, sind allerdings gar nicht so schlecht. Schließlich trifft die schwächste Defensive der Liga auf den zweitbesten Angriff. Für die personell nach wie vor extrem angenockten Hausherren im gewohnten Rot ist der Clubnachwuchs so etwas wie ein Angstgegner. In bislang 15 Spielen gab es erst einen Sieg. Wir überspringen die etwa 10-minütige Abtastphase und steigen gleich mit einer strittigen Strafraumszene ein. Emre Tunç wird da von Moritz Gundelach zu Fall gebracht und Schiedsrichter Felix Grund zeigt auf den Punkt. Ein Fall für Lukas Riglewski und der verwandelt gewohnt sicher zum frühen 1:0 für das Schlusslicht, das nach 3 Niederlagen in Folge ein Erfolgserlebnis herbeisehnt. Doch der Tabellenvierte hatte genau die richtige Antwort parat. Keine 3 Minuten später bekommt Leonardo Vonić am Strafraum freundlich Geleitschutz und der Nürnberger Top-Torjäger bedankt sich artig mit seinem 11. Saisontreffer zum 1:1 Ausgleich. Insgesamt wirkte die U23 nach dem jüngsten Last-Minute-K.O. gegen Augsburg allerdings schon ein wenig verunsichert und ließ ungewohnt viele Chancen zu, die die Heimelf jedoch zunächst nicht nutzen konnte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit klingelte es zum zweiten Mal im Nürnberger Gehäuse. Meriton Vrenezi scheint da zunächst das Abspiel zum mitgelaufenen Mitspieler zu verpassen, setzt sich dann aber stark durch und vollendet eiskalt zum 2:1. Zur Pause also die nicht unverdiente Führung für Heimstetten. Nach Wiederbeginn die Mittelfranken mit den bekannt guten spielerischen Ansätzen. Im letzten Drittel fehlte aber einfach die nötige Präzision und Zielstrebigkeit. Ganz anders dagegen der SVH, der die sich bietenden Räume eiskalt ausnutzte. Alexis Fambo lässt bei seinem Comeback nach fast 2-monatiger Pause seinen Gegenspieler aussteigen und schließt trocken ins lange Eck ab zu seinem ersten Saisontor. Dementsprechend ausgelassen auch der Jubel des Franzosen. Bemerkenswert aber die Mentalität der Gäste, die wie schon nach dem 0:1 umgehend zurückschlugen. Nach der scharfen Hereingabe von Tim Sausen profitiert Vonić allerdings vom Fehlgriff von Moritz Knauf. In der 73. Minute dann eine Schrecksekunde. Robert Manole bricht abseits des Balls ohne Fremdeinwirkung zusammen. Nach kurzer Behandlung konnte er den Platz zum Glück auf den eigenen Füßen verlassen. Die kurze Schockstarre bei den Gastgebern nutzte Nürnberg jedoch aus zum Ausgleich. Jermaine Nischalke verwertet den Querpass von Enrique Katsianas Sanchez ins leere Tor zum 3:3. Doch wer nun dachte, die Partie würde sich drehen, der war schief gewickelt, denn einer hatte einen wahren Sahnetag erwischt. Meriton Vrenezi. In der 78. Minute tanzt er seinen Gegenspieler aus und zwirbelt die Kugel wunderschön ins lange Eck zum 4:3. Was für ein irres Spiel hier im Sportpark. Von der bis dato zweitbesten Abwehr der Liga war spätestens jetzt keine Spur mehr und die Hausherren machten in der 85. Minute den Deckel drauf. Nach der gefühlvollen Flanke des eingewechselten Ben Biton muss Sandro Sengersdorf am langen Pfosten nur noch den Fuß hinhalten. Danach war Ekstase pur angesagt, denn mit dem 5:3 war der zweite Saisonsieg für den so arg gebeutelten SV Heimstetten endgültig in trockenen Tüchern. Ja, war natürlich anstrengend. Wir haben 3:1 geführt und dann mussten wir noch zittern mit dem 3:3 und glücklich dann, dass wir das 4:3 machen und dann
mit dem 5:3 war es dann schon durch. Ja, ich denke, dass es ein ziemlich verrücktes Spiel war, dass wir dann irgendwann das 3:3 kassiert haben. Das war dann eigentlich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, das war's, ja, weil wir einfach auch platt waren. Wir hatten 5-6 Mann auf dem Platz, 5 Mann waren es, glaube ich, genau, die Woche über nicht trainiert haben, beziehungsweise teilweise auch die letzten Wochen schon nicht trainieren konnten. Trotz allem haben wir dann am Ende nochmal aufgedreht und ja, nochmal 2 Tore geschossen und sind natürlich jetzt mega happy, dass wir einen Sieg einfahren konnten. Wir dachten einfach, das geht schon irgendwie und irgendwie geht im Fußball nichts. Und deshalb verdient der Sieger für mich heute das, was wir uns ja in jedem Spiel vornehmen, haben wir heute wirklich nicht mit 1% auf den Platz gebracht. Und deshalb schießen wir trotzdem 3 Tore, aber der verdiente Sieger heute heißt Heimstetten. Für den Clubnachwuchs also der nächste unnötige Rückschlag im Rennen um die vorderen Plätze. Heimstetten sammelt dagegen nicht nur viel Selbstvertrauen, sondern auch 3 überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Rollen sind klar verteilt in dieser abschließenden Partie des 16. Spieltags vor rund 700 Zuschauern im Grünwalder Stadion. Der letztjährige Vizemeister, die Bahn Amateure, nur der Underdog gegen die Würzburger Kickers. Die Unterfranken in Gelb, zuletzt in der Liga 6-mal in Folge siegreich mit dem unglaublichen Torverhältnis von 30:7. Mit Erfolg Nummer 7 in Serie würden sie in der Tabelle wieder an den tags zuvor siegreichen Hachingern vorbeiziehen. Die Hausherren, bei denen Cheftrainer Martin De Michelis nach überstandener Corona-Infektion zurückkehrte, spielten allerdings von Beginn an munter mit und hätten in der 7. Minute fast von einem zu kurzen Rückpass der Kickers profitiert. Insgesamt aber schon die Würzburger das optisch überlegene Team mit unter anderem einigen Ecken, aber vorerst ohne Zwingen zu sein. Den ersten richtigen Abschluss der Partie hatten dann die Bayern-Keeper Marc Richter aber aufmerksam beim Schuss von Lukas Kopado. In der 23. Minute kamen dann erstmals die Gäste durch, und zwar über die von Haus aus mehr bespielte linke Seite. Flanke von Maximilian Zeiss auf den Kopf von Saliou Sané, Ball klatscht dann im Pfosten und Benchers Junge Abiol kommt dann nicht an den Abpraller heran. Da lag die Führung in der Luft für die Wildersinn-Truppe. Ebenso wie 5 Zeigeumdrehungen später. Nach einer nur kurz abgewehrten Ecke bietet sich erst Junge Abiol und dann auch noch Daniel Hägele die Riesenchance zum 0:1. Einmal wehrt Leon Fust ab, das zweite Mal Justin Janicek auf der Linie. Die Gastgeber in dieser Phase in der Defensive gebunden, in der 35. Minute dann aber auch mal wieder vorne. Yusuf Kabadai mit einem starken Antritt über links, in der Mitte jedoch kein Abnehmer. Die letzte Szene vor dem Seitenwechsel gehörte aber nochmals den Gästen, die hier schon das gefährlichere Team waren. Fabrice Moncheux setzte einen Kopfball daneben. Auch Abschnitt 2 begannen die Kickers etwas druckvoller. Zeiser, einer mit Bayern-Vergangenheit, rutscht da allerdings im entscheidenden Moment weg. Auf der anderen Seite sorgt ein abgefälschter Freistoß von Franz Kretzig für leicht erhöhten Puls im Würzburger Lager. Insgesamt verflachte die Partie, die schon im ersten Durchgang nicht gerade auf Feuerwerksniveau war, nun jedoch immer mehr. In der 70. Minute weckte dann allerdings der zweite Pfostenknaller der Gäste durch einen Ivan Franjic-Freistoß alle wieder auf. Vergnügungssteuerpflichtig war es auch in der Folge nicht, doch in der 82. Minute dann die erste wirklich hundertprozentige der Gastgeber. Kopado wird auf die Reise geschickt, scheitert allerdings an Richter. Da wäre auch ein Querpass auf den mitgelaufenen Kabadai eine Option gewesen. Was hier noch nicht funktionierte, klappte dann allerdings 4 Minuten später. Ganz ähnliche Situation, Steckpass diesmal allerdings auf Kabadai und der trifft tatsächlich zum späten 1:0. Zweites Saisontor für den 18-Jährigen. Und dabei blieb es dann auch, denn die Würzburger vergaben in Person von Kapitän Peter Kurzweg auch ihre letzte Chance der Partie und verlieren damit die Tabellenführung. Wir haben heute eine brutal gute Reaktion gezeigt nach einer sehr schlechten Phase, genau gegen eine von den 2 besten Mannschaften in dieser Liga. Mit Unterhaching für mich ganz, ganz klar sind die 2 besten Mannschaften, aber Fußball und das Leben sind so schon. Ich habe die ganze Woche die Jungs gesagt, es ist genau die richtige Gegner hier im Grünwalder Stadion
gegen Bischofer Kike zu spielen. Am Ende müssen wir es einfach das Zentrum ein bisschen stabiler halten. So hat es Bayern geschafft, noch zweimal sich durchzukombinieren. Einmal hält Marc Richter gut, einmal geht er dann ins Tor. Und das ist eine Sache, über die wir sprechen müssen, dass wir einfach versuchen müssen, gegen so einen Gegner das Zentrum stabiler zu halten, da kompakter zu stehen, engmaschiger zu stehen und dann eben den Gegner nach außen zu verteidigen. Das ist ein Ansatz von einigen, die ich habe für die nächsten Wochen, aber grundsätzlich arbeiten wir immer an allem. Die U23 des FC Bayern bringt also den Kickers die dritte Saisonpleite bei und hieft damit den Lokalrivalen aus Unterhaching an die Spitze. Selbst klettert die De Michelis-Truppe damit auf Rang 9. Hier noch einmal die gesammelten Ergebnisse des 16. Spieltags. Der begann am Freitagabend mit dem Optimaleinstand für Trainerrückkehrer Holger Bachtaler in Illertissen. Türkgücü entführt etwas glücklich alle drei Punkte aus Schweinfurt. Der Augsburger Aufwärtstrend hält auch gegen Pippinsried an. Aschaffenburg und Rhein teilen die Punkte und Buchbach dreht die Partie gegen Ansbach. Am Samstag dann siegen die Top-Teams Burghausen und Haching gegen die Aufsteiger Hankhofen und Filzing. Fürth gewinnt Last Minute gegen Albstadt und dann noch das Torfestival in Heimstetten. Und last but not least am Sonntag der doch etwas überraschende Heimsieg der Bahn Amateure gegen Würzburg. Heißt also Wechsel an der Tabellenspitze, Haching nun ganz oben, drei Punkte vor den Kickers. Einziger ernsthafter Verfolger des Spitzenduos ist und bleibt Wacker Burghausen, denn hinter den Oberbayern klafft nun schon eine 4-Punkte-Lücke zu den weiteren Teams. Nürnberg kann man eigentlich schon als Anführer des Mittelfelds bezeichnen. Türkgücü punktgleich dahinter Albstadt und Aschaffenburg. Schweinfurt, die Bayern und Hankhofen haben 22 Zähler gesammelt, liegen damit aber nur drei mickrige Pünktchen vor der Abstiegsregion, wie wir auf der zweiten Seite sehen. Filzing, Buchbach, Augsburg und Fürth knapp über dem Strich. Ansbach ist runter, Illertissen hochgerutscht auf die beiden Relegationsränge. Aber wie gesagt, es sind nur drei Zähler bis Platz 8. Pippinsried mittlerweile durchgereicht auf den ersten Abstiegsrang, dahinter noch Rhein, Heimstetten und Eichstätt. Der VfB hat allerdings bereits am Dienstag in der Nachholpartie gegen Buchbach die Chance, die rote Laterne wieder abzugeben. Ansonsten geht's am Freitag weiter mit Aschaffenburg gegen Haching. Die neun restlichen Partien des 17. Spieltags folgen am Samstag.